So, ihr Lieben, heute wollen wir uns die HDR-Funktion der Canon 5D Mark III mal etwas genauer anschauen. Vor allem möchte ich jetzt mal die fünf Stile, die vorgegebenen Stile der Kamera miteinander vergleichen. Deshalb haben wir im Hintergrund, ich mache die mal ein bisschen scharf, das ist die alte 5D Mark II mit dem 40mm 2.8er STM drauf. Und hier vorne haben wir die neue 5D Mark III. So, fangen wir doch einfach mal an. Wir gehen mal hier drauf. HDR. So, jetzt sagen wir einfach mal, wir gehen plus minus ja, zwei Stops. So, der erste Effekt, den wir testen, ist der natürliche. Wir wollen danach weiter HDR. Ja, wir wollen danach weiter HDRs machen und die Quellbilder, wir wollen mal alle speichern, die gebe ich euch dann zum Download frei. Und dann testen wir doch erstmal den natürlichen Stil. Ihr seht, ich bin auf einer 25. F8 und ISO 400. Und fokussiert habe ich etwas auf das oberhalb des Objektivs. Dann fangen wir mal an. Ich mache hier die Bilder mit dem Selbstauslöser. Das ist der Velo für die 5D Mark III. Und fangen wir an. So, wir sehen, sie hat drei Bilder gemacht. Dauert einen Augenblick, das rote Lämpchen da unten leuchtet, das heißt, die arbeitet noch und da ist unser erstes Bild. So, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir auf den zweiten Stil, sagen Standard und gucken, was dabei rauskommt. So, dauert wieder einen Augenblick. Und da ist unser Bild. Wir sehen es ein bisschen heller mittlerweile. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Den Autofokus habe ich jetzt mal an. Der fokussiert eh immer auf die gleiche Stelle. Ich bin jetzt hier mit dem Stativ, von daher ist das auch für mich kein Problem. Jetzt probieren wir mal den gesättigten Modus aus. Und wieder Action. So, ja, ist ein bisschen, hat einen leichten Rotton mit drin, beziehungsweise Orangeton. Und jetzt gehen wir mal auf den markanten Modus, schauen uns den mal an. Die Einstellungen bleiben alle gleich. Ich wiederhole mal, eine 25. F8 und eine ISO 400 haben wir jetzt. So. Aha, wir sehen, die Ecken werden schon etwas schnittiger und geradliniger, sag ich mal. So. Und den letzten Stil probieren wir jetzt mal wie folgt aus. Das ist die Prägung. Ich finde, der letzte Stil eignet sich eigentlich fast ausschließlich für Architekturfotografien beziehungsweise irgendwelche dramatischen Wettersituationen. Ansonsten wirkt das alles ein bisschen sehr überzogen. So, dann das letzte Bild. Und das ist das letzte Bild, was wir gemacht haben. So, ich hoffe, ich konnte euch das ein ganzes Stückchen näher bringen. Und falls ihr Fragen habt, hinterlasst mir einen Kommentar und ich gehe darauf ein. Bis dann, ciao.